Ja, grüßt euch. Also erst einmal meinen herzlichen Glückwunsch an euch alle, die ihr das so hört. Denn ich beglückwünsche euch zu einer gehörigen Portion Mut, den ihr habt. Wer auf meinem Kanal ist, der weiß, dass ich hier keine Blumensträuße oder Geschenke verteile. Auch keine Blumensträuße oder Geschenke in Aussicht stelle. Ich stelle dir auch keinen Pokal in Aussicht oder ähnliches, das dann von mir kommt. Und ich sage, ja, genau, wenn du jetzt auf meine Worte hörst, dann wirst du zur Erlösung kommen oder irgendwie so etwas. Ich erkläre hier verschiedene Umstände, mit denen wir alle leben müssen. Und du weißt auch, dass eigentlich ein Großteil, nämlich der Löwenanteil der ganzen Arbeit, die vor dir liegt, auch an dir hängen bleibt. Und diese Erkenntnis, das übrigens auch dann die wahre und die richtige ist, erfordert großen Mut, sehr großen Mut. Sich dazu zu entscheiden, nein, ich gehe mal lieber auf eine Seite, die dann kostenlos ist, aber dann erzählt man mir, da träufelt man mir irgendwelchen wunderbaren Honig ins Ohr. Es ist ja auch hübsch, so gar keine Frage. Aber wenn die Bereitschaft da ist, die innere Energie, den eigenen Lebensstrom wieder in eine Harmonie umzubauen, dadurch, dass man selber eine Kristallenergie ist, und auch dann die Erkenntnis einem dämmert, dass man ja selber auch Kristallenergie sein muss, bevor das überhaupt gelingen kann. Bevor ich Licht aussenden kann, muss ich erstmal Licht sein. Sonst funktioniert es ja nicht. Selbst wenn ich nur etwas projizieren will, müsste der Spiegel, die Spiegelfläche, mit der ich etwas projiziere, ja blitzblank sein. Und die wieder blank zu kriegen, ist ja nun wiederum meine Aufgabe. Also zu dieser Erkenntnis gehört zunächst einmal riesengroßer Mut. Und dass man das überhaupt will, das ist schon mal ein Riesenschritt dahin. Und darum beglückwünsche ich dich dazu. Für den Fall vorsorglich, dass du das noch nicht getan hast. Also wenn du es noch nicht getan hast, also nächstes Mal kommt der Glückwunsch schon auch von mir. Aber eines Tages kommst du dahinter, was für ein echter Held du eigentlich wirklich bist. Abgesehen davon, dass du dich hier auf dieser Welt dich angefunden hast, und damit hast du dich schon mal als Held erwiesen, die Erkenntnis, dass man selber alles, wirklich alles in eine wirkliche Harmonie bringt und alles umbaut, das ist eine gewaltige Erkenntnis. Die meisten sind auf dem Weg, Christus Jesus anzubeten. Das ist so falsch auch wieder nicht. Christus Jesus ist immerhin Kristallenergie. Aber er wird nicht deine Aufgaben lösen. Das ist das Ganze, das ist der Grundirrtum. Dass man gedacht hat, ich glaube ja an Gott, ich glaube ja an Jesus, und er wird mir bestimmt verziehen. Ja, klar, bitte verziehen. Weil du dir selber alles verzeihen wirst. Du wirst nämlich selber von all dem Mist weggehen, dich sozusagen verziehen, den du mal irgendwann angerichtet hast. Es ist nicht deine Aufgabe, das Unglück der Welt alles wieder zu reparieren, da brauchst du nicht. Aber deine Schwingung wieder in Ordnung zu bringen, aus der heraus das ganze Unglück ja resultiert ist, das ist deine Aufgabe. Und die ist bei jedem gleich. Das ist bei jedem Menschen so. Und unsere viel bewunderten Stars und die mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind und all sowas, die haben ja eine ganze Menge guter Energie in sich gehabt, die alle in Harmonie funktionierten, bis sie anfingen, es wieder zu versemmeln. Und damit haben wir, und ich zitiere jetzt eine äußerst pfiffige Autorin, von der ich in den 90er Jahren gelesen hatte, von unserem Baumeister im Windeldress schon viel gelernt. Ein kleines Kind, ein Baby, baut einen kleinen Turm, freut sich, kräht vor Wonne und schmeißt ihn wieder um. Und genau das ist das, was hier auch passiert. Du bist ständig am Energie umbauen. Du baust die Disharmonie in dir ab, baust wieder Harmonie, nachdem alles perfekt ist, baust du es wieder ab und fängst wieder von vorne an. Das machen wir so lange, bis wir eine höhere Sphäre erreicht haben. Und ich möchte dir etwas sagen. Auch wenn es dich umhaut und wenn du auch sagst, nein, das kann nicht sein, doch, das ist trotzdem so, was ich jetzt sage. Ab einer gewissen Sphäre, ab einer höheren Sphäre, da wird man von dir verlangen, dass du deine Ungleichgewichte wieder ins Gleichgewicht bringst. Das wird von dir verlangt. Du kannst auch auf einer unteren Schiene bleiben und dann immer jammern und klagen und dann hoffen, dass sich dann mal irgendwann einer erbarmt. Aber, und vielleicht gibt er dir auch eine Tasse Suppe, wenn du gerade frierst oder sowas. Das kann sein. Aber ab einer höheren Sphäre funktioniert das nicht mehr. Irgendwann kommen wir aus dem Kindergartenalter raus. Und im übertragenen Sinne aus dem Kindergartenalter. Wir können irgendwann
muss das gelungen sein, dass wir uns so sehr mit Kristallenergie vollpumpen, dass wir selber die Harmonisierung und Umstrukturierung und Umbauen unserer als eigene Energiestroms hinkriegen, sodass der wieder frei fließt. Wir wissen doch, dass wir unsere Autobahnen reparieren. Naja, jedenfalls sollten wir es. Also, aber wir reparieren unsere Autobahnen deshalb, weil wir wissen, dass nur auf einer befestigten Straße, die wieder völlig repariert ist und instand gehalten worden ist, der Verkehr wieder frei fließen kann. Und das ist bei dir genauso und das weißt du auch. Denn du hast schon einmal gehört, ich meine, Dokumentarserien sind ja nun hier ganz en vogue, und du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass dein Immunsystem andauernd dabei ist, die Zerreißstellen, die inneren Verletzungen, die kleinen Unfälle oder wie auch immer, wie sie dann doch immer wieder mal passieren, immer wieder zu reparieren. Und das macht die sehr klug. Sagen wir mal, Biologieunterricht für die aus der 7. Klasse noch oder 8. Wir haben also eine DNA, davon hast du schon mal gehört, dieser Doppelstrang. Gut, prima. Darauf ist der Bauplan aufgezeichnet. Gut. Jetzt meldet das Knie, out, Verletzung, geschürft oder was auch immer. Jetzt schickt das Knie eine mRNA los, also eine Message-RNA. Oder besser gesagt, die DNA tut das. Und schickt es jetzt zum Knie. Was ist hier eigentlich los? Jetzt wird geguckt, was wird gebraucht. Wieder zurück zur DNA, abgelesen. Dieser Strang, der für das Knie zuständig ist, wird rausgeschnitten, nachgeguckt, wie ist der perfekte Bauplan. Dann wird geguckt, aha, da ist was verletzt. Jetzt wird das alles repariert und wieder zurück. Und dann heilt die ganze Geschichte am Knie wieder. So, das wissen wir. Das wissen wir aus der Biologie und das wissen wir seitdem, also, ja, das weißt du eigentlich schon seitdem du 14 Jahre alt bist oder 10. So, das wissen wir. Warum glaubst du, nun ist das in einem geistigen Leben anders? Dein höchster Geist, dein höchstes Selbst, dein Dual sozusagen, deine höchste vollkommene Seele dein, und so weiter, ist, sag mal, die Vollkommenheit deiner Person. Und in ihr wird ständig abgelesen, was macht die? Und dann gucken wir bei uns, nee, das müssen wir reparieren, das müssen wir auch reparieren, das müssen wir auch reparieren. Und da wir das lange Zeit unterlassen haben, haben wir jetzt diesen ganzen Schlamassel in unserem Leben. Für den Fall, dass du Schlamassel in deinem Leben vorfindest. Und für den Fall, dass du nicht vorfindest, achte darauf, dass du auch keinen vorfinden wirst. So. Jetzt, ich hatte es ja schon am Text gesagt, zu den, also Titel gesagt, hoffe ich doch, Dualseelen. Was ist jetzt mit der Dualseele los? Deine Dualseele, sagt dir gerade, ist deine Vollkommenheit. Das kann nicht sein. Dualseele sind immer zwei. Also, deine Dualseele ist die Spiegelung deiner eigenen Vollkommenheit von dir selbst. Du selbst wirst das Dual für deine Dualseele. Und um das jetzt genau zu erklären, versuchen wir es mal mit einem Beispiel. Nehmen wir an, wir haben Stefan und Stefanie. Wobei Stefanie das Dual von Stefan und Stefan das Dual von Stefanie ist. So, sie sind die perfekte Ergänzung. Es harmoniert perfekt. Sie bilden eine Einheit, eine Verschmelzung. Und jetzt haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie verschmelzen total und jetzt werden sie ein androgynes Wesen. Oder aber sie sagen, ich will es nochmal. Wir wollen das mal in die Vollkommenheit auch richtig ausprobieren und wir fangen das nochmal von vorne an und so weiter. Und jetzt bilden sowohl Stefan als auch Stefanie ein Geistgeschwisterchen heran. Eine Art Kind. Und sowohl Stefan als auch Stefan schicken sie auf die Erde. Dieser Geistkörper möchte sich erfahren. Diese Seele, die herangewachsen ist, die möchte sich erfahren. In der ganzen Vollkommenheit. Aber möchte auch alles ausprobieren, was eben nicht vollkommen ist und so weiter. Nun sagen wir mal so, das Kind von Stefan kommt auf die Erde und heißt dann nochmal Klaus. Klaus beginnt ein Leben und so weiter und das Kind von Stefanie, seinem Dual, also von Stefans Dual, schickt ebenfalls ein Kind los und sie nennt es, sagen wir mal, Ermela. Gut, Klaus und Ermela begegnen sich nach einer gewissen Zeit. Sie sind in der Tat Seelenzwillinge. Und darum verstehen die sich auch so gut. Sie verstehen sie einfach fabelhaft. Und sie haben eigentlich auch ein ganz glückliches Leben vor sich. Und sie leben auch ein glückliches Leben. Und die in Liebe zu ihnen, die wächst natürlich jeden Tag, gar keine Frage.
Das Leben der beiden wird wirklich erfüllbar. Es wird einfach nur noch klasse. Das Zusammenleben ist eine echte Wonne. Da geht keiner fremd, da muss sich keiner betrügen, da gibt es keine Diskussion, wer weiß wie und so weiter. Das Leben ist ja in dieser wunderbaren Eintracht auch ganz gemütlich und so. Und es hat auch gereicht, um dann der eigenen Vollkommenheit wieder ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen. Denn sowohl Irmela als auch Klaus sind ja noch nicht die Vollkommenheit ihrer selbst. Das sind Stefan bzw. Stefanie. Da müssen die beiden aber jetzt erstmal hin. So, ja. Sie haben also ein glückliches Leben gehabt und sie fühlen sich auch klasse und nach, sagen wir mal, nach 40, 50 Jahren gelebten Lebens, obwohl um sie herum da ist zu Krieg und was weiß ich, was alles tobt, sie kommen da irgendwie ganz gut mit klar. Und jetzt stirbt Lobisam irgendwann einmal, sagen wir mal, Emena. Die sagt jetzt, okay, jetzt ist es auch gut gewesen und denke ich mal, war es auch Feierabend mit dir mit dem Leben. Und Klaus, da denkt er doch jetzt so daran. Also der geht da so hinterher, weil ohne Emela kann er nicht wirklich leben. Gut. Das war ja an sich eine ganz gute Geschichte und sie haben das auch ganz gut hinbekommen. Sie haben auch vieles angestoßen, vieles bewirkt in ihrem Leben, was auch in der Reihe was wirklich gut gewesen ist. Auch zur allgemeinen Schwingungserhöhung so beigetragen hat in ihrem Dörfchen, wo sie gelebt haben. Das war ja nicht sehr aufregend, aber okay. Gut, jetzt sagt sowohl Irmela als auch Klaus, wie gesagt, die Kinder von Stefan und Stefanie, wir möchten unsere Vollkommenheit immer weiter voranschreiten. Und jetzt geht's los. Sie beginnen wieder ein Leben. Diesmal sind sie, sagen wir mal, Carsten und Manuela. Jetzt aber sind Carsten und Manuela in ihrer, sagen wir mal, auf dem Weg zu ihrer eigenen Vollkommenheit. Um die eigene Vollkommenheit geht es ja. Schon so weit vorangeschritten, dass sie keine Lust haben, eine Partnerschaft mit jemandem einzugehen, in dem alles nur noch Freude, Wonne, Harmonie wäre, wie es ja passieren würde, wenn Carsten und Manuela sich begegnen würden. Stattdessen leben sie anders. Sie leben jeder für sich. Carsten, sagen wir mal, vermisst irgendwie jemand, aber beginnt ein Eigenbrüder zu werden und sagt, nee, ich will das von überhaupt nichts mehr haben und nein, ich will auch nichts mehr Frauen und Mutter haben. Nee, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich schließe mich hier ein und lebt als Einsiedler, als Sonderling. Emela hingegen, pardon, die jetzige Manuela also, lebt das ein bisschen anders. Sie will das auch erfahren, was sie damals mit ihrem Klaus erlebt hat. Das war ja so schön. Und jetzt in dieser Sucht, dass das wieder passiert, stürzt sie sich von einer Affäre in die andere. Sie heiratet fünfmal, lässt sich fünfmal wieder scheiden. Kaum ist eine Ehe geschlossen, schon ist der Scheidungsanwalt da. Es geht also in einem Boot, in einer Tour, weil sie einfach sucht. Sie sucht ihr perfektes Pendant. Aber ihr perfektes Pendant, was Carsten in diesem Fall ja wäre, und die beiden begegnen sich ja nicht, wäre auch noch zu früh. Denn sowohl Carsten als auch Manuela haben noch ein Problem. Ihre Vollkommenheit haben sie noch nicht erreicht. Und nach der streben sie. Carsten lebt jetzt, wie gesagt, als Eigenbrötler, sucht irgendwie was, aber er hat keinen Reibungspunkt, wo er das festmachen könnte, eben deshalb, weil er sich so abschottet. Manuela sieht die Reibungspunkte zwar, aber sie tritt immer die Flucht an. Sie ist nie die Flucht nach vorne. Es ist immer irgendwie, nein, 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 dann doch nicht, und das gebe ich dann alles ab und will ich alles gar nicht mehr. Ich will, dass es gleich perfekt ist. Alle beide fangen an zu glauben. Fangen an, Jesus Christus, sie haben von Jesus Christus gehört. Er ist echt für unsere Sünden gestorben. Okay, alle beide sind ja noch nicht alle zufrieden mit ihrem Leben. Klar, kann er nicht, der andere Teil von einem selbst fehlt ja. Fangen sie an zu glauben. Aus irgendwelchen Gründen, sie fanden alle beide gläubig. Jetzt sind sie in der Christosphäre, in der Kristallenergie. Das ist ja schon mal was. Jetzt wird eine Kristallenergie wirksam. Die wirkliche Kristallenergie, die jetzt zu ihnen kommt, geht entweder von Stefan oder von Stefanie aus. Denn sie sind die Mittler von Kristallenergie, denn sie sind sehr vollkommen Kristallenergie. Klar, sie sind ihre Dualseelen, aber die haben sich ja schon gefunden. Wie geht es wir haben sie jetzt genannt, Carsten und Manuela, denn die müssen ja mit Kristallenergie irgendwie voll werden, dass sie anfangen, aus sich selbst das Beste herauszuholen. Alle beide sterben, nicht gerade glücklich, irgendwie war das Leben nicht so klasse. Irgendwie sind eine Menge liegen geblieben, was man hätte eigentlich heilen sollen, aber das konnten sie nicht. Sie hatten die Kristallenergie in sich ja nun nicht. Jetzt kommt die nächste Runde des Lebens. Wieder kommen Carsten und Manuela, vormals Klaus und Emila, wieder auf die Welt. Diesmal, sagen wir mal, als Henning und Carola. Mir fällen die Namen gerade ein. Nehmen wir sie mal, Henning und Carola. Henning und Carola jetzt
haben gelernt. Sie haben aus ihrem Leben gelernt. Und sie haben auch gelernt, sie können das alleine irgendwie nicht. Sie brauchen irgendwie eine Energievermittlung, damit sie immer wieder mit Kristallenergie vollgepumpt werden, damit sie alles in ihrem eigenen Leben, denn die Leben, die sie vorher jetzt gehabt haben, und es waren nicht bloß diese beiden als Ermela und Manuela, beziehungsweise respektive Klaus und Carsten, da kamen noch, da waren schon noch ein paar mehr. Das muss alles irgendwie repariert werden. Nicht, der kann nicht den ganzen Schaden wieder gut machen, den sie früher in ihren früheren Leben alle angerichtet haben. Die Reise ist ja schon eine ganze Weile hin. Sind ja schon ein paar tausend Jahre unterwegs. Aber die Schwingung muss repariert werden. Deshalb müssen sie nicht die Schulden bezahlen, aber die Schwingung muss repariert werden. Ja. Sie kommen auf den Trichter, es geht mit Kristallenergie. Als sie gestorben sind, haben sie natürlich so Stefan als auch Stefan nie wieder gesehen und natürlich haben sie sich auch wieder gesehen und kommen aus derselben Geistfamilie. Jetzt beginnen sie ein neues Leben. Diesmal achten sie sehr sorgfältig darauf, dass die Umstände perfekt sind, aber auch noch nicht so perfekt, dass ihnen nicht doch in ein innewohnender Stachel ihnen sagt, du musst in dir etwas ändern. Diesmal kommen sie nicht auf die Idee, alle anderen anzuheulen und als mach du mal und mach du mal und doch du mal. Und diesmal stehen sie nicht mit irgendwelchen Transparenten auf der Straße. Diesmal sagen sie nur, ich wandle in mir alles in Kristallenergie. Henning und, wir haben sie gern, Carola, begegnen sich immer noch nicht. Aber sie gehen parallel den gleichen Weg. Sie gehen den parallel. Parallelen begegnen sich nicht. Bis irgendwann der Punkt erreicht ist, dass alle beide es geschafft haben, alles in sich so in Harmonie zu wandeln, in Kristallenergie, die in der Tat alles repariert bzw. vergibt. Das heißt, jeder Schaden, der mal irgendwann entstanden ist, der ist repariert worden, und zwar in der eigenen Schwingung. Der Schaden, der ursprünglich mal entstanden ist oder der immer noch da ist, der wird auch immer da sein, weil alle Beteiligten haben das längst verlassen, diesen Zustand von damals. Sagen wir mal, der Schaden ist passiert 1843. Ja, entschuldige bitte, mal, im Jahre von 1962 oder 1973 nimmt ja doch kein Mensch mehr. Aber die Schwingungen der Menschen waren auch da für solche Schäden. Aber wenn die repariert worden ist, in der eigenen Schwingung, und zwar von den Beteiligten selbst, braucht man diesen Ort wo es total vergurkt gewesen ist, nicht mehr aufzusuchen. Die Materie wird sich auch nicht mehr so zusammensetzen. Das Leben ist in der Tat ein Setzbaukasten. Du kannst alles so zusammensetzen, das hast du von Lego gelernt. Ich weiß nicht, ob du früher mit Lego gespielt hast, ich komme aus der Generation, da haben es alle getan. Das heißt, man kann immer alles zusammensetzen. Du kannst alles in der Form zusammensetzen, wie es deinem Bauplan entspricht. Und wenn ich von einem Heiligen Geist rede, sprach ich stets von einem höheren Bauplan. Und wir wissen aus der Biologie, wir wissen aus der Medizin, wir wissen das doch, dass der Körper ständig dabei ist, seine eigene Unvollkommenheit zu reparieren. Ständig. Das kann man so lange machen, bis es dann irgendwann auch nicht mehr geht. Also das merkt man an alten Menschen. Auf der anderen Seite, ich kenne sehr viele alte, wache Menschen. Die liegen nicht alle nur im Koma. Das gibt auch welche, die haben sich immer so in eine höhere Sphäre gebracht, immer wieder in eine höhere Energie gebracht, immer wieder sich mit Kristallenergie vollgepumpt, obwohl sie es ja gar nicht wussten, dass sie es taten, aber sie taten es trotzdem, dass diese Energie in ihnen alles repariert hat. Wenn das eigene Denken ihnen dabei geholfen hat, beziehungsweise das eigene Denken die Kristallenergie so leiten konnte, dass es alles repariert wird. Ein Mensch, der nur jammert und zetert und klagt, hat genau dieses Problem, dass er das nämlich nicht tut. Er repariert gar nichts. Aber in einer höheren Sphäre wird verlangt, dass du das reparierst. Es wird verlangt, dass du alles in eine Kristallschwingung umbaust. Im Leben der anderen hast du nichts zu suchen. Aber in deinem. Und wirst prompt die Menschen kennenlernen, die Menschen treffen, die sagen wir mal, Nachrichten sehen und die du gerade dringend für dich brauchst.
Solange wir aber noch in einer Nation leben, in der wahllos der Fernseher läuft, in der wahllos einfach alles sich angesehen wird, ständig hinter irgendwelchen Menschen hergetickert wird, was hat denn nun wann wer wo wann gesagt und was hat wer wann wo wann getan. Solange wir so sind und hinter etwas herhechten, was ein anderer getan hat, ja sag mal. Ich habe gehört, dass sie jetzt anfangen, bei Trump irgendwelche Hausdurchsuchungen zu starten, um da hinter seinen fiesen Machenschaften zu kommen. Also, ich glaube nicht, dass man dafür eine Staatsanwaltschaft braucht, um das zu erkennen, dass er das getan hat. Aber ich meine auch nicht, dass das jetzt doch von irgendeinem sonderlichen Interesse ist. Es sei denn, er macht es zu einem Interesse. Das ist Amerikas Problem. Das ist das Problem der Menschen, die in Amerika wohnen. Wir hingegen haben hier ein Problem, und zwar auf dem europäischen Kontinent, dass wir Menschen haben, die das noch gar nicht wissen. Ich kann es nicht in sie einspritzen, ich kann das nicht ins Ohr brüllen. Seht ihr, wenn jemand sagt, ich werde Licht, in mir setzt sich mein Energiestrom wieder so zusammen, dass er in perfekter Harmonie verläuft. Das will ich. Dann werden eine Menge Lichtwesen zu dir kommen. Eine Menge Lichtwesen, die dir allesamt, die sich praktisch so mit dich bestrahlen. An dir wird es aber liegen, ob du die Fensterläden aufmachst und die Türen. Ich meine damit, dass Türen zum göttlichen Zustand oder zum Lande der Verheißung oder wie wir es dann immer so genannt haben, ich würde sagen, das ist das weiße Land, weil sich da einfach alles repariert und auch nichts mehr zerstört werden kann. Diese Türe geht stets von innen auf. Das heißt, du machst sie auf. Solange du die Türe nur für alle aufmachst, die dir prompt Ärger und Hindernisse bescheren, solange wirst du Ärger und Hindernisse in deinem Leben vorfinden. Ganz einfach deshalb, weil sie mit dir identisch sind. Aber es liegt doch an dir, wohin du deine Augen heftest. Es liegt doch an dir, wo du deine ganze Aufmerksamkeit hinschickst. Ach ja, Papageno, jetzt weiß ich's. Papageno aus der Zauberflöte kennt ihr, ne? Gut. Es endet auch damit, dass Papageno ganz verzweifelt ist, weil er seine Papagena nicht bekommt. Und er sich dann auch aufhängen will, weil Papagena nicht da ist und man hat sie ihm weggestellt oder man hat sie ihm weggetrieben oder irgendwie so etwas. Und dann gibt es doch ganz zum Schluss die Szene, wo er sich aufhängen will. Und dann kommen noch die drei Knaben und sagen, dann lass dein Glockenspiel erklingen. Das wird dein Fräuchchen zu dir bringen, dein Weibchen zu dir bringen. Und jetzt sagt Papageno, oder singt es, ich vergaß die Zauberdinge. Ich vergaß die Zauberdinge. Und ich würde mal sagen, das ist das, was eins zu eins bei uns passiert. Wir Narren vergaßen unseren eigenen Umbauprozess. Wir Narren vergaßen, dass wir uns selbst in eine hohe Schwingung bringen müssen. Wir Narren vergaßen, dass wir unsere Harmonie in der Materie erreichen, wenn wir diese Energieströme, die wir haben, umstrukturieren in harmonische Energieströme. Wir Narren vergaßen den Umbauprozess. Stattdessen sitzen wir da wie in einem Restaurant, bestellen irgendwas und warten nur, dass das Essen kommt. Ebian, das tut's. Das tut es tatsächlich. Aber ja, nur anschließend haben wir Rechnung. Mittlerweile laufen die Seminare über von Leuten, was du alles kannst. Du kannst doch alles loslassen, du kriegst doch auch alles und du hast doch den Reichtum, den du wünschst, oder du hast ja das ganze Geld, was du haben willst und so weiter. Leute, ihr findet keinen Groschen, wenn eure Energieströmung das nicht vorsieht, das sich möglich macht. Wir Narren vergaßen der Umbau, des Umbaus. Ihr nennt es Zauberei. Ich würde sagen, es ist Umbau. Ihr nennt es Magie. Geheimnisvoll, umwittert, Zauberstäbe, Hexen, huhu. Oder so ein Quatsch. Alles Blödsinn. Es ist ein Umbauprozess. Ein Umwandlungsprozess. Und du kannst dich natürlich mit Kristallenergie vollpumpen.
Wobei es ehrlich gesagt überhaupt gar keine Rolle spielt, ob du vorher mal Jesus Christus geglaubt hast oder nicht. Also es geht einfach darum, dass du weißt, dass Kristallenergie und dein höheres Selbst hat diese, oder dein höchstes Selbst hat diese Kristallenergie und kann sie dir auch zur Verfügung stellen, sofern du die Läden dafür aufmachst. So. Um nochmal auf die Dualseelen zurückzukommen. Jetzt haben wir, sagen wir mal, die beiden sind jetzt dabei, richtig zu ihrer Vollkommenheit zu kommen. Das heißt, Carola, sagen wir mal, ist jetzt dabei, in ihre Vollkommenheit zu kommen. Das heißt, sie hat gelernt, Kristallenergie immer wieder eine Verbindung zur Kristallenergie herzustellen, sich regelrecht mit Kristallenergie vollzupumpen, sodass sie praktisch alles in ihrem Körper, in ihrem Sein, in ihrem Geist in Kristallenergie umwandeln kann. Und dass sie auch umwandeln wird. Ganz einfach deshalb, weil sie weiß, sie pumpt sich ständig mit Kristallenergie voll. Und da sie jetzt sogar am Anfang ein bisschen in dieser Richtung steht, denkt sie auch jede Stunde dran. Also eine, sie hat da so ein kleines Öhrchen und das piept noch alles jede Stunde. Piep, piep. Ich lasse mich hier mit Kristallenergie vollpumpen. Ich pumpe mich mit Kristallenergie voll. Ich will das und ich will das und ich will das. Dafür hat sie dann noch eine Unmenge von Gebetsketten sich dann gekauft, vom Rosenkranz bis zum 108 Perlenkranz, bis dann so eine Perlenkette aus Woolworths oder was auch immer, ganz egal, billig oder kostbar, völlig wurscht, immer wieder Kristallenergie angerufen. Und so wurde sie in der Tat mit Kristallenergie so gereinigt, dass sich die ganze Umwandlungsprozesse in ihr dann auch wirklich passieren konnten. Denn eines habe ich vergessen, noch schnell zu sagen. In der Inkarnationskette, die sowohl Carola als auch Henning, respektive, was weiß ich, was Klaus und Carsten etc. jetzt hinter sich gebracht haben, sind sie auch in der Tat teilweise sehr krank geworden. Der eine kam mit einer Glasknochenkrankheit auf die Welt, meinetwegen, und der andere, der hatte, hat ständig irgendwas im Rücken und hat ständig irgendwas. Oder kam irgendwie entstellt auf die Welt oder hatte eine unheilbare Fresssucht oder irgendwas in dieser Richtung. Doch jetzt beginnen alle beide, jeder für sich, getrennt voneinander, sich so dermaßen mit Kristallenergie vollzupumpen, dass auf einmal die Prozesse in ihren Körpern beginnen sich zu heilen. In Coinform. Irgendwann sterben die beiden wieder. Bei dem nächsten Mal, bei der nächsten Runde, wie schon am Anfang, begegnen sie sich wieder. Vielleicht etwas später, vielleicht erst, als sie so 30 oder 40 sind, vielleicht erst mit 60, keine Ahnung. Aber jetzt auf einmal erleben sie die Harmonisierung ihres eigenen Geistes und sie erleben es mit dem anderen. Weil sie merken, der andere vollzieht genau den gleichen Wandlungsprozess. Und so wird natürlich das Leben auch eine echte Freude. Sie sind, wie schon gesagt, Seelenzwillinge, die es in der Tat geschafft haben, sich selber so innerlich zu bereichern und so gut miteinander klarzukommen, dass das Leben für sie wirklich eine Freude ist. Und jetzt wird in der Tat Carola zur Vollkommenheit, die wiederum Stephanies Vollkommenheit widerspiegelt. Und Henning wird in der Tat zu Stefan, der, sagen wir mal, der die Vollkommenheit von Stefan widerspiegelt. Mit anderen Worten, Carola und Henning sind jetzt in die Rollen von Stefan und Stefanie reingewachsen. Sie sind ihre Dualseelen geworden. Das geht aber nur durch einen ständigen Umbauprozess. Ich kenne mein höchstes Selbst, meinen höheren Geist und so weiter ziemlich gut. Erzähl es mir dauernd. Und ich kenne meine Vollkommenheit, also praktisch meine Dualseele auch sehr gut, von der ich später dessen Dual werde. Und auf diesem Weg bist du auch. Das ist etwas albern, sich das inmitten von Steuererklärungen, Parkplatz suchen und Rangeleien und ob das wohl das letzte Weißbrot aber noch kostet, sich das vorzustellen. Und ob wohl der Italiener noch einen Platz am Abend hat oder sowas, oder noch einen Tisch oder noch einen Tisch bekommst oder sowas. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen komisch, sich das vorzustellen. Aber genau das sind die Katakomben, die Höhlen. Und Sekunde mal, eben, ich bin gleich wieder da.
Genau, das sind eure Heldenkämpfe, von der immer so in den mythischen Helden- und Sagengeschichten die Rede ist. Das ist eure Medusa, das ist eure Skylla, das ist eure, keine Ahnung, das sind eure Herkulesaufgaben und so weiter. Das ist doch genau das. Und wer will bestreiten, dass sich in unserem Leben das manchmal so anfühlt wie ein Heldenepos? Natürlich fühlt sich das an wie ein Heldenepos. Es ist ja meins. Es ist deins. Bitte versuche das zu verstehen, auf was für einem Weg du eigentlich wirklich bist. Du bist dabei, deine eigene Vollkommenheit nachzubilden. Und wer könnte bitte bestreiten, dass in der Biologie der DNA-Strang die Vollkommenheit dessen ist, was im Bauplan des Körpers reparaturbedürftig ist? Die Pyramiden waren wunderschön vor, was weiß ich, 5000 Jahren. Also das war ja wirklich fabelhaft. Außerdem sind sie halt viel älter. Ich habe gehört, die sind rund 9000 Jahre alt. Aber das ist, sagen wir mal so, wir sagen, sie sind 5000 Jahre alt, weil das, was wir aus der Geschichte gelernt haben, was für Indizien wir haben, jetzt genau daraus machen. Aber wie gesagt, es sind Ideen, es sind Vorstellungen, es könnte so sein, sind wir halt noch viel älter. Aber gut, wen interessiert das letztendlich, wie alt sie wirklich sind? Aber als sie entstanden, waren sie die Vollkommenheit selbst. Ein Wunder, es war wunderschön. Heute ist das fast also etwas angeschlagen, aber sie stehen immer noch. Aber wen interessiert das jetzt eigentlich? Wichtig ist für dich nur eins. Dass du verstehst, deine Vollkommenheit, dir wird davon nichts abgezwackt. Man könnte noch etwas anderes sagen. Dein Licht, dein vollkommenes Licht, dein helles Licht, das wirklich alles reparieren kann, die Kristallenergie, von der ich gesprochen habe, die hat deine Zwillingsseele sozusagen, deine Vollkommenheit, dein Dual, dessen Dual du bist, für dich bewahrt. Und über Kreuz hast du deine höchste Vollkommenheit als Dual des anderen die Vollkommenheit des anderen für sich bewahrt. Das ist einfach so eine Überkreuzgeschichte. Erinnert ein bisschen an die männlichen Gesetze. Bis du dahinter kommst, dass du deine eigene Vollkommenheit suchst. Und wenn du sie suchst, wirst du auch so viel Licht erhalten, dass du sie wieder herstellen kannst. Das Leben ist wirklich ein Umbauprozess. Aber du tust gut daran, dich daran zu erinnern. Ganz einfach, weil wir nicht mehr das Jahr 1960 schreiben und auch nicht mehr das Jahr 1982. Da waren die Fehler, die wir machten, geradezu vorprogrammiert. Und erzähl mir nicht, dass du nicht davon schon mal gehört hast, dass die Fehler, die wir machen, vorprogrammiert sind. Ich meine, wir sind dabei, wir stellen wirklich viele Gerätschaften her. Und wir bauen in ihnen keine Fehler ein, damit die Menschen alle 3-4 Jahre das gleiche wieder normal kaufen müssen, weil es sowieso beschädigt ist. Also ich meine, das ist geplant, damit das irgendwie weitergehen kann. Das ist aber bei dir genau das Gleiche. Das ist kein Thema. Du kannst das wieder reparieren. Aber bitte verlasse dich dabei auf dein höchstes Licht, auf deine höchste Energie. Auf deine. Meine nützt dir gar nichts. Und die des anderen nützt dir auch nichts. Es sei denn, du hast jetzt einen Seelenzwilling gefunden, der auf dem gleichen Trip ist. Aber Seelenzwillinge finden sich immer dann, wenn ihre, sagen wir mal, wenn ihr Zusammenleben bereichernd füreinander ist, ohne dass sie sich zanken. Dazu braucht man eine hohe Energie. Man muss also schon in der Lage gewesen sein, vorher zu begreifen, dass man sich selbst durch seine eigene Energie repariert. Dass das eigene Licht so hell in einem strahlt, weil man es auch immer wieder anruft und immer wieder sagt, ich komme aus deiner Energie, natürlich ist sie bei mir. Und ich pumpe mich in jeder Stunde meines Lebens immer wieder so mit Kristallenergie voll, dass ich, sagen wir mal, auch mal eine halbe Stunde Zeit habe, mal was anderes zu machen. Aber trotzdem, ich kehre immer wieder dazu zurück. Kristallenergie, ich werde immer damit vollgepumpt. Und wer pumpt mich nun damit voll? Na, meine Vollkommenheit natürlich. Wer ist meine Vollkommenheit? Mein höchstes Selbst. Mein höchstes Selbst wird mich damit dahingehend nicht im Stich lassen. Es muss nur offene Türen und Fenster vorfinden.
einen offenen Geist, einen wachen Geist. Je mehr du ihn damit verdunkelst, indem du allen anderen versuchst, mit allen anderen zu diskutieren oder zu streiten, desto schlimmer wird die ganze Geschichte. Ich gebe ja zu, dass das Verständnis nicht gerade sehr, sehr hoch dafür ist jetzt, aber die Verzweiflung ist sehr groß. Und ich denke mal, in einer Zeit, in der die Verzweiflung groß ist, sucht man nach wirklich jedem Rettungsanker. Und das macht euch auch so gefährdet. Denn nach jedem Rettungsanker zu suchen, heißt, dass man sich die Rettungsanker nicht mehr anguckt. Hauptsache, man kriegt den Kopf wieder über Wasser. Ich denke, wir haben aber noch, diese Zeit können wir uns noch nehmen, uns anzuschauen, warum sollten wir die Papageno vergessen, dass wir den inneren Reparaturservice sozusagen bereits in uns haben. Wir müssen sie nur aufwecken. Und das tun wir, indem wir daran denken. Deine Gedanken sind absolut in der Lage, die Kristallenergie, von der ich gesprochen habe, zu dir zu leiten. Die Kristallenergie kann dich nicht verfehlen, denn es ist deine, wenn du sie innerlich anrufst. Und je weniger Menschen du dabei mit in dein eigenes Boot holst, desto weniger ist die Gefahr, dass es untergeht. Wenn du Menschen bei dir hast, mit denen du gar nicht diskutieren musst, indem jeder auf demselben Trip ist, ja, dann kann das Boot so voll werden, wie es will, das kennt er nicht. Aber in dem Augenblick, wo du von Menschen umgeben bist, die darauf brennen, die ihre Lebensansichten zu erzählen, die, sagen wir mal, von deinen etwas abweichen, dann denke daran, dass deren Ansichten für sie selbst Sinn ergeben. Aus irgendwelchen Gründen brauchen sie das, dass sie das jetzt so denken, wie sie es denken. Aber wenn diese Sichtweisen für dich problematisch werden, dann sorg dafür, dass du mit denen nichts mehr gemeinsam hast. Und das ist der beste Weg, davon frei zu werden. Der innere Widerstand gegen etwas sorgt dafür, dass was einen Widerstand erregt, bleibt. Kannst du es akzeptieren, sagen, okay, steht da meinetwegen, aber beleben tue ich das nicht, dann verschwindet es. Ich habe gestern aus den Augenwinkeln noch gesehen, dass in Afghanistan die Verhältnisse sehr schlecht wären oder dass sie jetzt mittlerweile sehr schlecht geworden sind. Und ich habe kurz gesehen, dass so sämtliche Frauen mit ihren Burkas oder besser gesagt, sie protestieren ja auch gegen ihre Burka. Oder gegen das, dass sie wieder eine Burka tragen müssen oder so etwas. Und damit haben sie natürlich recht. Das Problem ist, dass die Verhältnisse dann immer noch schlechter werden, denn in dem Augenblick, wo ein Land versucht, die Hälfte seiner Mitbewohner unter irgendeiner Knute zu zwingen, ist es per se unfrei. Und ist es per se geknebelt und geknechtet. Ganz einfach deshalb, weil die Energieströme nicht mehr frei fließen können. Und zwar von allen Beteiligten nicht. Der, der einen anderen zwiebelt oder knechtet, hat einen ebenso verknöcherten und verbauten Energiestrom wie der, der gezwiebelt und geknechtet wird. Das ist der merkwürdige Umstand, den wir im Leben nie begriffen haben. Wir dachten, wir können uns auf Kosten anderer es gemütlich machen. Und wir dachten, wir können, wenn wir andere irgendwie gefangen halten, uns selber dann freikriegen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Andererseits hat es gar keinen Sinn, es den Menschen bis zum geht nicht was zu erklären, sondern das ist die Erkenntnis, zu denen sie selbst kommen müssen. Darum heißt es auch, erkenne dich selbst. Dieses Erkenne dich selbst ist für dich der wertvollste Satz eigentlich, weil du ganz genau weißt, anhand des, was hier gerade passiert, ist deine Energie stark genug, diesen vielleicht etwas komplizierten Sachverhalt, was immer das jetzt ist, wieder aufzudröseln? Schaffst du das? Wirst du damit fertig? Kannst du deine Energieströmung so umbauen, sodass sie wieder frei fließt? Kannst du das? Das ist für dich deshalb so wichtig, weil du so auf diese Art und Weise nicht nur gut durchs Leben fährst, sondern auch keine Leichen hinter dir aufstapelt sozusagen. Das ist für dich wichtig, damit du gut durchs Leben kommst und damit du später mal deine Vollkommenheit wieder begegnen wirst und sie auch erkennen kannst. Siehst du, die Vollkommenheit ist eigentlich nicht so hinterlistig, dass sie sich von dir verbirgt. Ehrlich gesagt verbirgst du dich vor ihr.
Ich kann mich erinnern, dass ich vor Jahren einmal in irgendeinem Zusammenhang, da sagte jemand, also wenn ich mal Gott vor Gott stehen sollte, ich würde mich beschweren und ich zehre ihn von dem Kaddi oder ich zehre Gott vom Kaddi, wenn es ihn überhaupt gibt oder irgendwie so etwas. Da dachte ich nur, offen gesagt, der zehrt dich von dem Kaddi. Denn dann ist die Frage wirklich, wieso tust du denn nichts, um das zu harmonisieren? Weil die Übermacht zu stark ist? Die Übermacht ist nur deshalb so stark, weil sie mit dir identisch ist. Aber du kannst um Ruhepausen bitten, auf jeden Fall. Dagegen ist nichts zu sagen. Dem Einspruch wird immer stattgegeben. Ich habe verstanden. Ich harmonisiere das alles wieder. Einverstanden. Ich bringe meine ganze Energieströmung wieder in ein klares Fahrwasser. Ich reinige meine Energieströme und sie werden wieder klar. Ich mach's. Aber bitte sorgt dafür, dass es jetzt im Übermaß, also du hast ja immer ein Geistwesen um dich herum, dass jetzt im Übermaß alles auf mich eindonnert. Denn ich kann nicht alles auf einmal, ich kann nicht alle Baustellen auf einmal stopfen. Aber ich kann meine Schwingung so erhöhen, dass sämtliche Baustellen auf einmal gestopft werden. Denn eine Schwingungserhöhung funktioniert tatsächlich ringförmig. Wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft, der dann also seine Ringe schlägt. Das heißt also, wenn deine Schwingung höher wird, dann wird alles bereinigt, alles begütigt. Die Materie, in der du lebst, setzt sich anders zusammen. Und Leben ist Energie in Bewegung. Und Materie ist Energie in Bewegung. Das ist dir schon aufgefallen. Du weißt das auch. Weil letztendlich kein Zustand länger als 2 Sekunden unverändert bleibt. Das mag ja sein, dass das Messer, was du am Morgen dann auf den Tisch gelegt hast, liegen lassen, am Abend immer noch da liegt. Das kann schon sein. Aber du kannst dir vielleicht vorstellen, was passiert, wenn eine Wohnung lange Zeit unbewohnt ist. Sie zerfällt ganz einfach. Straßen werden deshalb brüchig, weil das Grün aus ihnen raussprießt und so weiter. Das ist eine ganz einfache Sache und das zu begreifen, dass Materie Energie in Bewegung ist. Nur ist sie sehr, sehr, sehr verlangsamt. Nämlich so, damit uns allen Zeit bleibt, die Energie wiederum zu wandeln. Vergiss niemals, du bist Energie in Bewegung. Und es liegt an dir, ob du dich in Harmonie bewegt oder ob das ständig Stolpersteine sind. Und hier spricht übrigens eine, die nur noch Stolpersteine vor sich hatte, vor Jahrzehnten. Und die schon mit einem Sack Steine geboren worden ist, sozusagen. Das hat gedauert, bis ich das begriffen habe. Und der schlimmste Satz war sicherlich, den ich vor einigen Jahren bekommen habe, als zu mich gesagt worden ist, du kannst die Wände hochgehen. Du kannst sie beschweren, wie du willst. Wir fangen an, uns über dich zu beschweren. Wieso wandelst du es denn nicht? Ja, okay. Dauert eine Weile, bis der Groschen gefallen ist bei mir. Eine lange Weile. Auf jeden Fall. Aber dann ist mir aufgefallen, in jeder Sekunde meines Lebens wandelt meine kristalline Energie alles in eine gute Harmonie um, wenn ich dabei bleibe. Und warum sollte ich nicht dabei bleiben? Dazu ist mein Eigeninteresse zu groß, und zwar mein Eigeninteresse an mir. Das heißt, ich gebe ganz offen zu, dass ich der größte Egoist bin, den du dir vorstellen kannst. Ich wandle alles in kristalline Energie. Und vertreibe damit alles, was mein Leben in Durcheinander oder in Unruhe bringen würde. Einfach alles. Je höher die Energie ist, desto besser gelingt das. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Ich wünsche dir wirklich erstmal sehr viel Glück und ich gratuliere dir wirklich, was das angeht. Weil wenn man einmal begriffen hat, dass man selber den Umbauprozess in sich selbst vorantreibt, dann hast du großen Mut bewiesen, sehr großen sogar. Und dieser Mut, der bleibt nicht unbelohnt, weil du selbst ihn dir immer belohnen würdest. Ich meine, du musst dir ja nur vorstellen, wie ist denn das, wenn du selbst in der Vollkommenheit wärst, dann stell dir mal vor, du bist dein höchster Gott und was du uns tatsächlich bist, aber das ist eine andere Sache. Und jetzt siehst du, dass jemand es wirklich versucht. Ja, dann bist du doch Hilfe geben, das ist doch logisch. So viel Hilfe, dass du wirklich begreifst, um was es geht. Und ich hatte gestern gesagt, letztendlich
zu sagen. Ich bin Licht, ich bin weißes Licht. Das ist genauso, das heißt, ich bin Gott. In deinem Leben bist du Gott, in deinem Leben bist du allmächtig. Weil in deinem Leben sich alles harmonisieren kann. Deine Energie muss nur hoch genug sein. Damit es auch schön verteilt bleibt und auch schön fair bleibt, darfst du nicht in andere Leute Leben reinplatzen. Das kannst du nicht. Du kannst dich da mal nach dem Motto, nach Kräften da alles durcheinander schütteln oder nach Kräften alles oder harmonisieren, weil du das richtig findest oder weil du findest, diese roten Sätze sind ja scheiße. Nein, nein, da stellen wir mal Weiße hin. Also so einfach geht das hier nicht. Aber in deinem Leben kann alles passieren, wenn du es alles in einen Umbauprozess gebracht hast, in dem wirklich alles harmonisiert wird. Ich hoffe, dass dir klar ist, warum das so wichtig ist, was ich hier gerade sagte. Ich denke, das ist dir klar. Ich rede jetzt schon seit fast 50 Minuten. Also wenn du das durchgehalten hast, dann ist dir das klar. Keiner hat sich das hier bis zum Ende angehört und versteht nicht, worum es geht. Also, ich wünsche dir wirklich alles Gute. Danke fürs Zuhören. Und toi, toi, toi. Wird alles gut gehen, denke daran. Und wenn du weißt, dass du dich mit Kristallenergie vollpumpst und auch vollpumpen darfst, dann wird sie in dir, die Umbauprozesse, glänzend, aber wirklich glänzend hinbekommen. Und das Spannende daran ist, du hörst ja auf einmal selber sehr gerne zu. Du hörst gerne deine Gedanken. Du magst es gern. Und stellst auch fest, dass du immer mehr von allem Plumpen, Ordinären, auch Gehässigkeiten sowas von angewidert bist, dass du nicht einmal, dass du einfach nur noch dich davon abwendest und sagst, nee, du diskutierst das auch gar nicht erst. Und fängst gar nicht an, darüber zu diskutieren, ob es so richtig ist oder nicht, gar nicht. Du meinst es ganz einfach. Eine hohe Schwingung vertreibt alles, was eine schlechte Schwingung hat. Und alles, was eine schlechte Schwingung hat, bleibt nur dann bei dir, wenn es dich doch noch irgendwie so einen kleinen Seiteneingang gefunden hat. Aber eine hohe Schwingung verschließt sämtliche Seiteneingänge. Ganz einfach, weil sie ringförmig verläuft. Das ist perfekte Harmonie. Okay, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht und ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen. Und alles Gute dir. Übrigens ist jetzt gerade eine landesweite Erweckung unterwegs. Also das heißt, viele Menschen haben jetzt so ihre Erweckungsprozesse und sowas alles. Eins muss ich noch sagen, ich möchte es gerne loswerden. Es gibt da viele Menschen, die ihre Seminare anbieten und sowas alles. Ich habe hier ein kleines Problem. Sieht ihr, wer Licht aus, sendet Licht aus. Und wer es nicht kann, der kann es auch nicht, wenn er es allen anderen erzählt, dass er es tun will. Oder dass er es tut. Wir haben hier wirklich ein Problem. Wir mussten einfach verstehen, dass jeder hier dabei ist, seine eigene Energiestraße wieder freizukriegen. Es ist schon eine Katastrophe, dass jemand versucht, weil er ein bisschen was gehört hat, wie ich zum Beispiel ja auch, jetzt versucht, sich hinzustellen, ich biete hier Coachings an, ich biete hier Seminare an. Nein, das mache ich nicht. Ich gehe den Weg, der mir am intelligentesten erscheint. Ich sage es, was es darüber zu sagen gibt. Erkläre es, was es darüber zu erklären gibt. Aber letztendlich, sich sozusagen das, was für ihn selbst nutzbar ist, also sich selbst auch rauszuholen, das liegt bei jedem selbst. Dann haben wir oft gehört, da ist dann jemand, der hat dann die Kastanien aus dem Feuer geholt oder so etwas. Und ehrlich gesagt, holst du nur das aus dem Feuer, was du wirklich gebrauchen kannst. Tust du das für jemand anders, wird das, was du dem anderen gibst, für denjenigen völlig unpraktisch werden. Das ist ja das Phänomen daran. Ich glaube, dass das König Artus, der hatte wohl das Schwert da in diesem Felsblock hat stecken sehen und dann hatte er gedacht, er bringt das seinem Bruder. Nun konnte man ja dieses Schwert konnte eigentlich nur der wahre König rausziehen.
Und er zog das aus dem Felsen, weil er dachte, er bringt das seinem großen Bruder und hat gar nicht begriffen, dass er selber erstmal der König jetzt geworden ist. Ganz einfach, dass er was Schönes rausgekriegt hat. Also, das ist genau das Ding. Ich kann für jemand anders die Kastanie nicht aus dem Feuer holen. Ich kann nur jemandem sagen, du bist dabei, für dich selbst das zu errichten, was du später vorfinden wirst. Und jetzt denke gut darüber nach, dass du immer Kristallenergie bist. Und pump dich damit voll. Ich glaube, eines noch. Ich glaube den Menschen ihren Friedenswillen nicht. Wenn sie, nein, wir wollen doch alle Frieden, wir wollen doch alle unsere Umwelt schützen, die Erde muss doch gerettet werden und sowas. Leute, ich glaube es euch nicht, dass ihr das wirklich wollt. Denn dann würdet ihr Kristallenergie werden. Wohl wissen, dass in einer Kristallenergie kein Unglück sich abspielen kann. Das heißt, ich misstraue unseren Friedensaktivisten und unseren Umweltschützern und unseren Menschenrechtlern und so weiter. Ich misstraue ihnen per se. Ganz einfach deshalb, weil ich keine Menschenrechte schütze, dadurch, dass ich zu irgendeinem Menschen gehe, der die Menschenrechte mit Füßen tritt. Und sage, jetzt soll man damit aufhören. Was wird denn damit schon erreichen? Die Gegenwehr aufstellt. Ich glaube euch diesen ganzen Mist von euren Menschenrechten und so weiter nicht. Denn wenn ein Mensch wirklich Frieden will, dann wäre er Frieden. Das heißt, er wäre Licht. Und würde anfangen, Licht zu werden. Und würde anfangen, sich mit Kristallenergie voll zu pumpen, bis zum geht nicht was. Ohne Diskussionsrunden aufzustellen, ob es Jesus Christus so wirklich gegeben hat und ob es das auch wirklich gibt und ob es überhaupt möglich ist. Oder ob es nicht eventuell noch wissenschaftliche Studien gibt. Oder ob es wissenschaftliche Fakten darüber gibt. Wisst ihr, wenn jemand so ankommt, dann weiß ich sofort eins. Er ist ein Idiot. Ganz einfach deshalb, weil er sich auf irgendwelche Fakten ausruht und nicht daran denkt, dass die einzige Möglichkeit, dass er selber erkennen kann, die ist, sich so mit Kristallenergie voll zu pumpen, dass er sehen kann. Seht ihr, ich ziehe hier was heißt jetzt hier? Ich versuche nicht hier eine Schar von Analphabeten um mich herum zu scharren. Ich versuche überhaupt gar keine Leute um mich herum zu scharren, sondern ich erkläre hier was. Je mehr du mit Kristallenergie vollgepumpt bist, das glaube mir, desto mehr erkennst du auch die wissenschaftlichen Zusammenhänge, auch die physikalischen Zusammenhänge, auch die biologischen Zusammenhänge. Du erkennst auf einmal. Ganz ohne Labor. Das ist für einige ein Problem. Für unsere Wissenschaftler ganz sicher. Denn wir haben im Augenblick Wissenschaftler am Start, die mögen zwar im Detailwissen gut sein, aber den Zusammenhang haben sie noch nicht begriffen. Und das ist für einige verdammt schädlich. Okay, dann haben wir's. Dann danke ich fürs Zuhören. Alles Gute euch.